Hi Leute, hier ist wieder eure Skyrimster zu einem neuen Part The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ja, im letzten Part haben wir uns weiter, also noch weiter im Feuertempel vorgewagt, haben richtig doll gefailt und jetzt gehen wir hier hoch. Und Moment, ich sollte mir das nochmal notieren. Das ist das zweite, das erste, das dritte, das vierte. Gut, ich sollte mir das merken, notieren. Das zweite, das erste, das dritte, das vierte. Sofern ich das... Obwohl, kann ich das nicht schon von hier aus aktivieren? Ich weiß ja nicht, wie ist denn das? Nee, ich kann nicht so hoch schießen, alles klar. Na gut, dann gehen wir erstmal runter. Wieder. Dann gehen wir nach hier. Finden Rubine und Herzen. Noch mehr Rubine. Na gut, schlagen wir erstmal die Dinger tot. So. Scheiße. Na gut. Was? Oh, shit. Ah ja, ich verstehe. Komm her. Dann nehmen wir den Bumerang, um die Richtung zu verändern. Den Bumerang, um nochmal die Richtung zu verändern. Um nochmal die Richtung zu verändern, weil ich ja mit dem Schwert immer alles aus Versehen hochhebe. Dann rüsten wir den Bogen aus und... Ich bin so doof. So, Link, darauf stehen bleiben. Jetzt dahin. Und das Ding leitet den Pfeil weiter. Und aktiviert etwas zum... aktiviert eine Plattform, dass ich hier rüberklettern kann. Glaube ich. Ja. Ist sie tatsächlich so. Achso, ich muss warten, bis ich hoch kann. So, wunderbar. Klasse, hier befindet sich ein Schalter. Und dadurch kriege ich einen Peitschenbaum. Okay. Und hier kann ich wieder meine Pfeile auffüllen. Ja. Und hier meine... Oder auch nicht. Ich dachte, hier könnte ich meine Herzen auffüllen. Egal, dafür kriege ich 10 Rubine. Ah, lieber nicht die Pfeile verschwenden. Peitsche nehmen und hauen. Hingehen und den Rubin holen. Ist ja komisch. War hier nicht irgendwo noch ein Schalter, dass die Tür nicht aufgeht? Oder? Ah, okay. Ich verstehe. Vielleicht da drauf? Oh, sicher, das ist ja richtig cool. Ah, okay, das klappt so nicht. Ich muss warten, bis es runtergeht. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ah, ich verstehe. Durch Aktivieren und Deaktivieren des Schalters. Ah, das ist ja tricky. Richtig schön. Okay, gut. Obwohl, nee, dann muss ich das Ding ja hier wegtragen. Muss das eigentlich... Obwohl, ich muss es eigentlich doch hier hinbringen. So, dann nehme ich jetzt den Bogen. Ich hab's.
Das ist schlau gemacht. Das ist richtig schlau gemacht. So. Das muss hier rauf. Dann muss ich hier einen Pfeil drauf schießen. Gleichzeitig... Nee, Moment. Das ist total tricky. Ja, und was jetzt? Hä, aber... Nach oben kann ich nicht schießen. Aber... Hä? Moment. Kann ich das vielleicht mit dem Boomerang machen? Also hoch kommt der nicht. Puh, hier muss man ja richtig kompliziert denken. Also, dass das hier schon sein muss, ist schon so richtig, aber... Uff. Na, vielleicht muss ich erstmal später hierher. Ich wollte eigentlich runterspringen. Gut, dann nehme ich erstmal die Peitsche. Ah, das ist ja jetzt hier fest deaktiviert. Ah ja, und hier ist immer noch... Oh Mann, ich habe doch extra... So, jetzt muss ich warten, bis der hochgeht. So. Oh. Wobei, die Tür ist doch eh offen. Warum mache ich das? Ich bin doof. Wobei, hier ist überhaupt nichts. Hier muss ich gar nicht her. Aber... Ja, nur weil ich bei diesem Rätsel nicht weiterkomme. Mal wieder. Komm mal wieder bei Rätseln nicht weit. Das ist doch nicht mal feierlich. Ich bin halt in sowas schlecht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich noch irgendwie ein bisschen Skill beweise. Da fällt mir ein, das Ding könnte ich doch auch mitnehmen, oder nicht? Natürlich. Doof. Ich bin richtig doof. Oder nee. Als allererstes sollte ich mir mal wieder meine Pfeile auffüllen. So. Warum ich nicht hochschießen kann, verstehe ich immer noch nicht. Wie kriege ich das hin, dass ich den Pfeil... Oh, natürlich. Nein. Jetzt verschießt doch nicht unnötig Pfeile so. Natürlich. Ich bin so ein Vollpfosten. Jetzt muss ich nur schauen, wie lange braucht der hier? Ne, Moment, das ist nicht... Jetzt habe ich wieder zwei Pfeile umsonst verschwendet. Wollte ihn eigentlich ein bisschen mehr nach hier haben. Nee, da wo links steht, will ich ihn haben. Also da. Ich muss jetzt nur mal testen. Wie lange braucht der? Okay. Ich hab's begriffen. So. So müsste es gehen. Hä? Ach ja. Ich bin doof.
So. Jetzt. Oh nein. Also genau in dem Moment geht er nicht mehr nach oben, oder wie? Na gut, ich hole mir mal ganz kurz ein paar Pfeile. Na, aber ich komme der Lösung des Rätsels immer näher. Nein. Wie wäre es denn, wenn ich zuerst hier reinschieße und dann da einen reinschieße? Nee. Jetzt. Oh Gott. Ich hätte es fast gehabt. Na gut, ich hole mir erstmal wieder Pfeile. Eins. Ehrlich, ich kapier's noch nicht. Vielleicht, wenn ich es erstmal mit dem anderen Auge versuche und mir da eine Taktik erarbeite. Oder vielleicht muss ich die Säule irgendwie kleiner machen. Oh, geht nicht, Scheibe. Okay, cool. Okay, nee, nochmal. Oh, ich hätte es geschafft. Ich hätte es geschafft, wenn ich nicht so blöd gewesen und zu spät geschossen hätte. Stell's wieder dahin. Und deaktiviere den Schalter. Dazu brauche ich keine Pfeile. Und dann hole ich mir erstmal wieder Pfeile. Und ja, das ist richtig extrem momentan für mich. Tu es wieder dahin, Link. Böses Link. So. Oh Gott, wie blöd bin ich eigentlich? So. Nein. Oh, stell's wieder dahin. Ich faile mit dem Bogen. Ich hasse den Bogen. In anderen Zeldas war das leichter. Und ja, in anderen Zeldas bin ich mit dem Bogen immer eigentlich am besten klargekommen. Das ist jetzt richtig ärgerlich für mich. Einmal nach hier. Dann nochmal nach hier. Jetzt nach da. Oh Gott, könnte ich es... Ich habe es nicht geschafft. Okay, bevor ich hier 10.000 Jahre verbringe. Ich scheine es ja nicht hinzubekommen. Daher gucke ich es kurz nach. Bis gleich, Leute. Okay, die ganze Geschichte war eigentlich simpler, als ich dachte. Es lag einfach daran, dass mir ein Teil gefehlt hat. Es lag nämlich daran, ich muss hier die Bodenplatte wegnehmen, mit der ich hochgekommen bin und muss sie hier auf den linken Vulkan stellen. Dadurch kann ich einmal hier die Mini-Vulkane aktivieren. Dann muss ich hier das Auge abschießen. Dann muss ich nach hier schießen. Der muss nach dort schießen und da rein. Okay, das natürlich in einer entsprechenden Zeit. Oh Gott, ja, jetzt habe ich es aus meiner Sicht verkackt. Es tut mir auch leid. Aber an sich verstehe ich jetzt die Konstruktion. Es lag lediglich daran, dass ich wirklich nicht dahinter kam, dass ich die Bodenplatte brauche. So. Also ich muss stehen. Ich muss nach hier gehen. Ich muss stehen. So, na, mich nach hier drehen. Dann muss ich hier hinschießen. Dann muss ich dorthin schießen. Dann muss ich hier hinschießen. Nein! Achso, es hat noch geklappt. Gut.
Es tut mir leid, dass ich das jetzt nachschauen muss. Das lag wirklich daran, dass ich nicht dahinter kam, dass ich die Bodenplatte brauche. Na gut. Okay, das sollte ich lassen. Ich sollte lieber runterspringen, bevor ich meine Pfeile verschwende. Mir nochmal 5 Pfeile holen. Dann hier hochgehen und mir die Truhe holen. Und ich brauche einen. Ich habe einen kleinen Schlüssel erhalten, den ich auch brauche. Denn wenn wir uns erinnern, diese eine Tür öffnet sich ja nur mit einem Schlüssel. Gut, und jetzt brauche ich die Bodenplatte wieder hier, um dann noch runterzukommen später. So. Aber zuallererst hole ich mir noch ein paar Pfeile. Denn ich vermute, ich werde die für den Endboss brauchen. Wieso? Ich warte jetzt nochmal ab, dass hier... Gut, wunderbar. Oh Gott, bin ich doof. Ja, wäre mir das zwischendurch eingefallen. Egal. Wir mussten jetzt 1 runter, richtig? Nämlich hier runter. Ja, wir mussten hier runter. Oder? Nee. Wir mussten da vorne runter. Ich bin doof. Ja. Liegt daran, dass mich dieses Rätsel so ein bisschen meine Nerven gekostet hat. Aber gut. Und wir haben auch wieder volle Pfeile. Das freut mich natürlich. Und die Bodenplatte hat sich selbst resettet. Und jetzt bin ich aus Versehen auf den Schalter gekommen. Ja, jetzt müsst ihr euch nochmal ganz kurz die Cutscene ansehen. Und ja, wir wissen's. Nett, dass das Geräusch auch nochmal kommt. So, dich stelle ich mal hier hin. Dich brauche ich nämlich nicht. Du stehst nur gerade im Weg. Dann nehmen wir jetzt den Peitschenbaum und hierher. Und dann... hier kriegen wir noch Pfeile. Dann gehen wir hier hoch. Dann haben wir hier einen Schlüssel. Warum ich mir auch immer diese Worte gut merken musste, verstehe ich nicht. Und ich vermute, jetzt brauche ich gleich Pfeil und Bogen. Okay, ich kann Pfeil und Bogen erstmal wieder weglegen. Oder auch nicht. Na gut. Gleich, wenn wir wieder in der Runde sind, muss ich dann das zweite Auge treffen und nicht das dritte. Das kann man nicht im First Try treffen. Das ist das Blöde. Und... ich hoffe, ich habe gerade eben jetzt nichts Falsches getroffen. Na gut. Ich habe das vierte zuerst getroffen. Das war richtig. Okay. Ich habe nichts gesagt. Dann habe ich mich da wohl verlesen. Hehe. Na gut, dann spiele ich mal hier das Weglied und finde mal heraus, was es hierbei geht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich im Wasser-Dungeon solche Schwierigkeiten haben werde, aber ich habe sie hier im Feuer-Dungeon. Boing, boing, nicht mein Pech. Das Stempelkissen ist einen Stock höher zu finden. Steig auf den Wagen und triff das Pfeilsymbol, das den Schalter betätigt. Okay. Wenn du das sagst... Ich brauche ja den Stempel noch. Okay, aber das hier war jetzt irgendwie falsch. Na gut, wahrscheinlich muss ich es so machen wie gerade eben mit den Augen. Und das auf dieser Bahn treffen. Und... Nein! Ach, scheiße. Na gut, ich muss jetzt noch einmal zurückfahren. Anspannen. Ich will den Stempel haben.
auf dieser Höhe war das. Klasse. Oh, ich hab's zu spät erwischt. Ich wette, wenn ich einmal aussteige, dann ist wieder alles vorbei, richtig? Scheiße. Das wieder hinbekommen soll. Toll, wieder zu spät. Ich mach das wann anders, wenn ich nicht auf Fail-Stimmung bin. Scheiße. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Uff. Da. Hier, ich markiere mir das jetzt einfach mal. Dann hier. Und hier. Heißt das, das alles muss ich treffen, um an den Masterschlüssel zu kommen? Ach du Scheiße. Okay, ich glaube... Was bist du? Ich glaube, das mache ich lieber im nächsten Part. Bis dann, Leute. Bye, bye.